Hallo Lieben und herzlich Willkommen, ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch heute meine wunderwundervollen Swaps zeigen und meine wundervollen Team-Swaps, die ich bekommen habe vom Onstage. Und ich bin immer noch total überwältigt, weil es sind so tolle Sachen dabei und ich muss euch das unbedingt zeigen und möchte mich nochmal ganz herzlich bei allen bedanken, die mit mir getauscht haben und ganz besonders natürlich bei meinen Teammädels, die wirklich, ich habe wundervolle Sachen von euch bekommen. Das zeige ich euch jetzt gleich und ja, ich weiß gar nicht, wie ich mich bedanken soll dafür. Swaps, das sind so kleine Tauschprojekte, die man eben beim Onstage tauscht mit jedem Demonstrator, also so viele, wie man natürlich hat. Ich hatte jetzt 20 oder ein bisschen mehr, 22 und die tauscht man dann einfach in der Runde. Und wir haben eben noch Team-Swaps gemacht und da war mein Swap für meine Teammädels einmal diese Facettenbox mit einem Button, damit wir ja ein bisschen so ein kleines Zusammengehörigkeitsgefühl haben und haben uns dann alle die Button hingemacht. Und da war noch eine Süßigkeit drinnen und wie man die Box bastelt, das habe ich euch schon aufgenommen, das verlinke ich euch jetzt hier oben unter dem weißen i. Und ja, dann habe ich noch, muss ich mal gucken, die habe ich gar nicht da. Dann hatte ich für meine Mädels noch so kleine Boxen gemacht, die, da ist ein kleines Nutella-Glas drin, denn ich habe ihnen noch ein paar Croissants eingepackt, als Frühstück sozusagen. Und da habe ich eben diese Boxen dazu gebastelt, genau. Okay, und dann starten wir jetzt einfach mit den ganzen tollen Sachen, die ich zurückbekommen habe von meinen Mädels. Ich habe hier einen ganz tollen Bereich für meinen kleinen Muck bekommen und hier sind so die Swaps, die wir so ertauscht haben. Ich zeige euch natürlich alles. Okay, also starten wir einfach mal. Ich fange jetzt einfach mal hier an mit der Andrea. Die Andrea hat eine wunderschöne Karte gemacht. Wenn man die hier so aufmacht, seht ihr, das ist so 3D. Also echt total schön. Wundervoll gearbeitet. Andrea kann man per Mail anschreiben unter singoldsteiner@googlemail.com. Sie macht eben auch Bastelpartys und Auftragsarbeiten und sie macht wirklich immer total tolle Sachen. Also alles, was ich von ihr bis jetzt gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich noch so eine kleine süße Schachtel bekommen. Das waren ihre kompletten Swaps, also für alle. Das war so der Team-Swap. Und da ist eben auch eine Süßigkeit drin und dann noch ein lieber Gruß für dich von Herzen. Und hier im Hintergrund ist auch dieses schöne Schimmerpapier verarbeitet von der Celebration. Also vielen Dank, liebe Andrea. Ich finde das beides wunderschön. Als nächstes habe ich hier so einen kleinen Glückskäfer bekommen von der lieben Ilona. Ein klitzekleiner Gruß als kleine Freude für dich. Und von Ilona habe ich jetzt dann hier noch ein ganz großes Paket da liegen. Das zeige ich euch gleich im Anschluss mit ganz wundervollen Sachen für unseren kleinen Mann. Vielen Dank, liebe Ilona. Übrigens, ich nehme das Video schon zum zweiten Mal auf. Ich habe vorher schon, also es ist noch ziemlich früh am Morgen, muss ich gestehen. Und ich habe vorher schon angefangen und habe einfach nicht auf den Aufnahmeknopf gedrückt. Alles schon erzählt. Deswegen, ich hoffe, dass ich jetzt nichts vergesse, was ich vorher schon gesagt habe eigentlich. Als nächstes kommt ein ganz schönes kleines Geschenk von der Bastelküche Papierlapapp von der lieben Marion. Und sie hat ja auch wunderschön gearbeitet. Eine kleine Bilderrahmenverpackung würde ich jetzt das Ganze jetzt nennen. Denn hier innen seht ihr einmal das wundervolle Geschenk, das ist so ein kleiner so eine kleine Glücksbranche. Und hier hinten sieht man auch die kleinen Glückskleeblätter, also passt natürlich wieder perfekt zusammen. Und hier so einen kleinen Bilderrahmen, ich hoffe, das sieht man im Video ganz gut. Das ist echt eine total schöne Verpackung. Marion macht übrigens auch Videos, könnt ihr mal gucken, Bastelküche Papierlapapp. Macht ganz tolle Sachen, schön, oder? Und auch die Schmetterlinge sind überall ein bisschen vertreten. Die, glaube ich, haben es uns alle ganz gut angetan. Und hier von meiner zweiten Marion. Das ist ganz süß. Ich habe zwei Marions im Team. Und das sind quasi auch meine Anfangsmädels. Das waren die ersten beiden, die eingestiegen sind. Und die sind eben beide Marion. Das fand ich total
finde ich immer noch total schön. Und von der Marion habe ich so eine wunderschöne Verpackung bekommen. Marion findet man unter www.papierundherz.de. Und sie hat hier so eine Pyramidenverpackung gemacht, die vorher mit einer wunderschönen Schleife versehen war, die ich einfach jetzt nicht mehr hinbekommen habe. Und die kann man hier so schön aufmachen, ohne dass man die Verpackung kaputt machen muss. Da ist einmal ein Küsschen drin und dann noch ein Einkaufschip. Finde ich eine total schöne Idee. Auf dem Einkaufschip steht Jesus liebt dich. Und hier hat sie eben dazu, ich bin ein Einkaufschip. Und ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das ist da reingraviert. Das ist sehr schön, finde ich. Das ist auch eine total tolle Idee. Und sie hat dann noch eine Textstelle mit dazu geschrieben aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16. Also finde ich echt eine tolle Idee. Ist immer ganz was Besonderes. Dankeschön, Marion. Dann kommen wir zur lieben Gabi. Gabi hat hier natürlich genau in meinem Farb, mein Lieblingsfarben sozusagen, eine total coole Verpackung gemacht mit Knöpfen. Also finde ich super coole Idee, kann man auch wundervoll für Männerkarten verwenden. Und da hat sie eben so ein schönes Glas genommen mit den Knöpfen und dazu eine ganz tolle Verpackung gebastelt mit der Anhängerstanze von Gabi Richter. Und dazu gibt es auch noch eine kleine süße Verpackung, die man hier so schön aufmachen kann. Übrigens auch eine meiner Lieblingsfarben. Also wirklich perfekt getroffen. Und hier oben so aufmachen. Und da ist auch noch passend in der Farbe ein kleiner Schutzengel drin. Mit Blütendesign. Auch eine total süße Idee. Vielen Dank, liebe Gabi. Okay, und bevor ich euch jetzt meine anderen Swaps noch zeige, möchte ich euch nochmal zwei Sachen oder ein paar Sachen zeigen, die ich bekommen habe zum Nachwuchs. Und die sind so toll, dass ich die euch unbedingt zeigen muss. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich nehme jetzt mal kurz das Mini-Album von der lieben Gabi. Und also ich bin total begeistert. Das ist echt ein wunderschönes Album. Total toll. Total schön gearbeitet. Und hier vorne, willkommen, kleiner Mann. Und das fühlt sich auch richtig gut an. Also ich finde das total super, das Album. Und das möchte ich euch jetzt auf jeden Fall schnell zeigen. Hat sie sich voll viel Arbeit gemacht, glaube ich. Also ich finde, ich bräuchte für sehr lange. Ich habe ja eins in Arbeit eigentlich und bin immer noch nicht fertig. Aber ja, ich brauche ein bisschen mehr Zeit. Hier mit so Einschubtaschen. Und dann kann man das hier so rüberklappen. Also viel Platz für Bilder und kleine Tags. Hier noch eine Einschubmatte, also eine Fotomatte im Seitenfach versteckt, wo man dann noch Fotos draufkleben kann. Also wunderschön. Dann hier sogar mit einer Klappe nach oben und eine Seitenklappe, alles mit Magneten befestigt. Hier wieder Platz für Tags. Hier auch Platz für Tags oder eben was zum Reinschieben, das man noch unterbringen muss. Dann wieder eine Fotomappe. Ups, so. Und eben dieses süßen Elefanten. Total schön. Vielen Dank, Gabi. Du hast dir so viel Arbeit gemacht und ich schätze das sehr, wirklich. Vielen, vielen Dank. Und dann habe ich von der lieben Ilona wirklich noch eine ganz große Menge bekommen. Witzigerweise auch im Elefantendesign. Das passt perfekt, alles zusammen. Einmal eine total süße Hose und dazu das passende Lätzchen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das alles selber gemacht von deiner Tochter. Und die hat auch so ein ganz süßes Label. Ich muss mal gucken. Mini Klein. Ich glaube Mr. Mini und Frau Klein oder nicht so. Ich muss das nochmal kurz schauen. Wo stand denn das jetzt? Das war nämlich total süß. Da muss ich jetzt kurz Werbung machen dafür, weil das ist wirklich total toll. Ja, genau, hier steht's. Herr Mini und Frau Klein. Das ist eine Kinderboutique in Dormhagen. Ich kann euch mal die Adresse hier so einblenden. Waldstraße 11. Und sie verkauft in ihrem Laden
ganz viele handgemachte Sachen und wirklich wunderschön, oder? Die Luna hat dazu die Verpackungen gebastelt für den ganzen Laden. Das ist eine Wahnsinnsarbeit. Hier ist so ein Knistertuch, total süß, oder? Oh. Dann ein Schäferle. Und auch hier wieder eine tolle Verpackung. Und das finde ich auch total süß. So eine kleine Fingerpuppe. Also vielen, vielen Dank, liebe Luna. Und schaut da gerne mal vorbei. Also es sind echt schöne Sachen. Und ja, toll. Vielen Dank. So, ihr Lieben, und jetzt geht es noch weiter mit den Swaps, die ich so noch getauscht habe. Mein Swap war so ein kleines Herz zum Hinstellen. Genau, mit einem Küsschen drin. Und ich habe 22 davon gemacht und 20 davon getauscht, weil ich war sehr knapp dran und habe dann eigentlich ganz zum Schluss oder zwischendrin noch mal kurz gefragt, ob jemand tauschen will. Und ich bin so froh, dass ich nochmal rumgegangen bin, weil ich habe so schöne Sachen bekommen und ich freue mich total darüber. Okay, starten wir mal los. Ich habe hier zwei kleine Frösche bekommen mit so Kulleraugen. Und zwar sind die gemacht von Petra und Vanessa Zitzel aus Teublitz. Kellerbastelei. Und das ist natürlich eine süße Idee zum Snacken. Ganz coole Verpackung mit den Fröschen aus der Celebration. Dann habe ich hier eine ganz tolle Verpackung. Einmal mit der Gänseblümchenstanze. Und diese Verpackung ist, finde ich, auch total cool gemacht. Kann man hier so aufklappen. Hier ist eine Süßigkeit drinnen. Und das Ganze ist von Stempeltissimo, Wolfgang und Dorit Pappe, GbR, www.stempeltissimo.de. Finde ich cool, die Verpackung, weil man die, wenn man, glaube ich, mal weiß, wie die funktioniert, ist, glaube ich, gar nicht so schwer. Und die kann man, muss man eben nicht kaputt machen, wenn man reinschauen will und weil man die so toll auf den Tisch stellen kann. Also das finde ich echt eine coole Sache. Die stellt man so richtig schön vor sich hin. Super Gastgeschenk auch. Dann nehme ich mal das hier. Das ist natürlich auch eine coole Idee. Und zwar ist das ein Magnet. Du bist einzigartig. Und den hat gestaltet die Anja Bauer, www.paperart-manufaktur.de. Auch ganz tolle Farben. Wieder genau meine Farbe. Ich habe sie gemerkt. Viele haben auch gefragt, in welchen Farben man das haben möchte. Also das fand ich auch total cool, dass sie verschiedene Farben gearbeitet haben. Und dann konnte man sich aussuchen, was einem am besten gefällt. Hier ist die längste Praline der Welt verpackt, oder? Sagt man so? Also einmal eine Praline verpackt und schön, dass du da bist mit den Schmetterlingen. Und das Ganze hat gemacht die Manuela Hafner aus Zeitlan. Auch sehr schön, oder? Schmetterlinge gehen sowieso immer. Dann haben wir hier ein kleines süßes Osternest. Frühlingsduft liegt in der Luft, fröhliche Ostern. Da steht jetzt leider nicht dabei, wer das gemacht hat, aber man kann hier ganz cool den Korb so quasi gut befüllen, weil man den Bügel auf die Seite machen kann. Ich schaue jetzt mal nach unten rein, aber ich glaube, da steht nicht drin, wer es gemacht hat. Aber vielen herzlichen Dank dafür trotzdem. Eine süße Idee. Und dann diese Verpackung hier, die finde ich auch total schön. Die kann man hier so auseinander machen. Und da ist so eine kleine Süßigkeit drinnen und gebastelt hat das. Zum Glück steht da ein Zettel drin. Mal gucken, ob ich ihn rauskriege. Voll süß, danke fürs Swappen. Susan Schönwald. susanschönwald@hotmail.de. Finde ich auch eine total schöne Farbkombination und eine tolle Idee. Ich weiß gar nicht, mit was ich weitermachen soll. Ich finde das auch so schön. Also das ist auch so eine tolle Verpackung. Werd bald wieder gesund. Das sind tatsächlich Tempotaschentücher drin. Also quasi eine selber gemachte Taschentücherverpackung. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Entschuldigung. Genau, also total süß, oder? Auch schönes Papier und ach, schön. Vielen Dank. Steht leider auch nicht dabei, wer es gemacht hat, sonst hätte ich das gerne vorgelesen. Also das muss ich fast zum Schluss zeigen, weil das finde ich auch total cool. Das finde ich auch, also ich finde alles total toll. Ich fange jetzt noch mit der, mache ich mit der weiter, weil das ist auch mal eine richtig
Also finde ich total cool, habe ich noch nie gesehen. Das hat hier tatsächlich so einen Schraubverschluss. Da macht man die Karte auf. Das ist doch cool, oder? Also voll mega. Und es ist eigentlich keine Karte, sondern es ist eigentlich ein Block. So ein Bestellblock oder wie man das sagt. Und das hat gemacht die Ella Schal. Ellas.stempeltempel@gmail.com oder www.ellasstempeltempel.de aus Blaustein Arneck. Ich hoffe, ich habe alles richtig gesagt. Und Ella hat wundervollerweise auch noch eine komplette Anleitung zu dieser Verpackung geschrieben. Also Wahnsinn, du hast dir richtig viel Arbeit gemacht und das ist eine richtig tolle Idee. Ich weiß nicht, ob ihr das so lesen könnt, aber vielen Dank, liebe Ella, das ist wirklich schön. Und das habe ich wirklich noch nie gesehen. Mit so einem Drehverschluss. Finde ich total cool. Witzig. Jetzt hätte ich es vielleicht, ich hätte es vielleicht richtig zusammenbauen sollen, ne? So, auch total schön ist dieses hier. Das ist von der lieben Christine Häsler. www.kreatine.net. Kreatine, das ist natürlich auch eine gute Idee. Cool, gute Idee, ja. Kreatine. Und das ist ganz süß verpackt, auch mit sehr viel Liebe zum Detail. Ein Teebeutel. Gute Verdauung. Kann man immer gebrauchen. hier, genieß deinen besonderen Tag. Also ist wirklich cool gemacht, oder? So eine kleine Explosionskarte. Und hier sogar noch ein kleiner Mini-Teebeutel dran gebastelt. Seht ihr das? Also voll viel Liebe zum Detail auf jeden Fall. Schön gemacht. Vielen Dank, liebe Tine. Oder Christine. Ich weiß nicht, wie du genannt werden möchtest. Dann habe ich hier noch eine wunderschöne Verpackung. Mit Herz und geprägt. Und ich muss jetzt mal gucken, ob ich den runterbekomme. Banderole sitzt ganz gut drauf, ganz knackig. Das liegt wahrscheinlich auch an dem geprägten Papier. Jetzt auch. Nur für dich und eine kleine Schokolade. Sehr schön gemacht auch. Steht leider nicht dabei, von wem das ist, aber vielen herzlichen Dank. Finde ich auch sehr, sehr schön. Dann haben wir hier noch was Wunderschönes und zwar Follow Your Dreams mit so einem Dreamcatcher. Kann man hier so aufmachen. Und dann ist hier einmal so eine Verpackung, wo man was reinstecken kann eben. Und sei dankbar für die kleinen Dinge des Lebens. Dankbarkeit tut dem Herzen gut, öffnet es und schenkt uns Energie. Wie war, wirklich. Wunderschön. Und das Ganze haben gebastelt die Stempelfüchse, Heike Lachowitzer und Karina aus Eppingen. Stempelfüchse@t-online.de. Produkte und Kreatives aus Papier mit Stempel und Stanzen und Workshops machen die beiden. Also sehr schön. Habe ich mir auch die Farbe raussuchen dürfen, glaube ich, bei dem Projekt. Das ist super. Und jetzt habe ich nochmal zwei. Einmal dieses hier, das ist auch, finde ich, eine ganz tolle Verpackung von www.bestempelt.blogspot.com. Sehr schön, oder? Finde ich total schön gemacht. Coole Verpackung. Und da ist versteckt. Ach, was für meinen Mann. Eine Joghurtte. Liebt er. Bekommt er. Als großes Dankeschön an ihn. Vielen Dank für diese schöne Verpackung. Und das finde ich auch total cool, weil ich den Spruch so gerne mag. Wenn es mal nicht läuft, streue Glitzer drauf. Und das ist auch eine total schöne Verpackung. Die kann man hier so an der Seite aufmachen. Habe ich auch noch nie gesehen. Cool, oder? So ineinander stecken. Gemacht hat das Ganze die Bettina Himmler. Also bettina.himmler@t-online.de. Und da drinnen ist natürlich, wie soll es anders sein, Glitzer. Glitzer und ein Goodie. Süß, oder? Das finde ich auch eine witzige Idee. Und diese Verpackung finde ich auch echt toll. Ich glaube, das muss ich auch mal ausprobieren. Das muss ich mal nachbasteln. Wunderschön, oder? Also Wahnsinn, was man da alles für tolle
Ideen bekommt und Geschenke. Ich finde es echt toll, wie viel Mühe sich da jeder gibt. Und ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanken, die ihr mit mir getauscht habt. Und ja, für diese wundervollen Ideen mal was ganz anderes und ja, tolle Verpackungen. Und ich danke euch allen ganz, ganz herzlich. Und ich möchte mich auch bei euch bedanken fürs Zuschauen. Vielen Dank dafür, wenn euch das Video gefallen hat und auch wenn euch diese vielen tollen Ideen gefallen haben, dann gebt gerne dem Video einen Daumen nach oben. Ganz herzlichen Dank an meine wundervollen Teammädels, an diese wunderschönen Geschenke und ganz, 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 ganz tollen Swaps, die wir getauscht haben. Und ich fand es ganz schön, dass wir uns getroffen haben. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!